Das. Ein Aufzug, oder wie? Steh auf. Nein, nicht. Magst du es nicht mehr? Sehr schlau. So. Und bevor du dein Küchenmesser verwenden kannst. Okay, du hast es verwendet. Komm schon. Irgendwas in der Nähe, was man verwenden kann. Nein, dann. Ein paar Schläge. Ich wollte ihn eigentlich auf den Tisch da knallen. Hat ja auch funktioniert. Ey. Eins, zwei. Und blocken. Sehr schön. Eins, zwei, drei, vier und. Der war geil. So, Winston. Gib mir die Knarre. Ich dachte eigentlich, du wärst zu schlau, liegen zu bleiben. Okay, blind feuern hat dann gar keinen Sinn. Ich finde die Zeitlupe ist ein bisschen zu kurz, die könnte ein bisschen länger andauern. Gut. Ey, ey. Winston! Shit! Oh Gott, Peggy! Wait. Get Peggy out of here. Cheek. She doesn't deserve this. Winston! Winston! Fuck! Winston und Peggy. Das hättet ihr mal nicht machen sollen. Das macht einen ein bisschen sauer. So. Danke. Danke hierfür, so. Könnte jemand aufhören rumzuballern und alle möglichen. Ey. I need them here now. Hat so gewirkt, dass ob von hinten mehr schießen würde. Ich brauche keine Deckung. Und ich schaue auch so, so. Ja, falsch. Nicht mich angreifen. Ich mach das jetzt mal im Schnelldurchlauf. Meine Erfahrung ist, meistens treffen meinen Gegner nicht, wenn man relativ schnell ist. Im Spiel zumindest. So, die nehmen wir mal, die schaut cool aus. War das Zeitlupe? Oder feuert diese? Das war Zeitlupe. So. Onkel Po suchen. Weiter. Alter, wieso kommen die auf die Idee, dass die bei einer Hochzeit angreifen können? Na komm, mach die Tür auf, wo ich bin. Und dann ernsthaft lebend davon kommen werden. Das ist doch eine blöde Idee. Onkel Po! Are you okay? Can you walk? What's going on? What happened to Winston? Okay, come on. We gotta get you out of here. Weg immer. Uncle Paul, you're hurt.
It's nothing but a little scratch. Next one. We gotta get you to a hospital. Okay, der ist ziemlich fertig eigentlich. Ey, nicht. Gar nichts dran denken, Jungs. Nein. Blöde Idee, ich muss hier weg. Ich sagte blöde Idee. Blöde Idee. Die wird nicht schlauer. Stimmt, allerdings auf eine Hochzeit angreifen. Schwein, du! Auf eine Hochzeit angreifen ist echt unter aller Sau. Ja, ja, ich bring dich hier auch raus, hier, komm. Nee, diese Schweine. Kommen wieder drei. Eins. So, komm schon, lad nach. Drei. Ey, komm. Okay, sind wieder Leute von uns, sehr gut. Ey, was ist das für eine Scheißaktion? Wow, eine Scheißaktion. Ja, wir lassen die schon bezahlen, Onkel Po, keine Angst. My uncle, he's hurt. We need a doctor now. What is this? What's going on here? My boy, maybe you'll want to leave before our friends, the police, show up. Are you going to take care of my uncle? And if anything happens to him, I'm holding Hello, you police? Personally responsible. Oh, thank God. Are we clear? Okay, okay. Als die Frage, wer das war. Böse, böse Leute. Triadenaufstieg. Triadenupgrade. Da waren wir da. Kontererholung. Wir erholen sich einen gescheiterten Konter schneller. Sehr gut. Das nervt mich eh schon lange. Dass das immer so lange dauert, wenn man kontert. Und dann, ja. Kommt zum Treffpunkt. Bin unterwegs. Raymond. Ich brauche einen Hot Talk oder so. Hot Talk. Where have you been? Stuck in traffic. It's Hong Kong. Fuck yeah. You think showing up for these things is easy for me? I know you've been through a lot, boy. More than we have any right to ask. Now the wedding. It was a massacre, Raymond. A massacre. Winston was a Red Pole, sure. But his wife, he fucking gunned down his wife on her wedding day. We knew you would become personally attached, Wei. It's inevitable in an operation like this. And seeing something like that would be hard. Hard for anyone. It's war now. No, it's not. You're a cop, all right? Your job is to enforce the law. You can't remember that? I'll pull you out right now. Pull me out? Your job was to get close to Winston. Now, that's not much of a strategy anymore. Get close to? Open your eyes, Raymond. I am Winston now. With him gone, I'll be taking his place. You want the chairman? I report to him now. You want the Red Poles? I'm one of them. That's what worries me, Wei. You're one of them. You want to give up the best undercover HKPD has ever had? Your best shot taking down the Sun on Yi? Exactly. We done? Yeah, we're done. Irgendwie, man merkt schon, er will eigentlich den Sun on Yi, wenn ich das richtig ausspreche, helfen, ne? Verständlich. Ja, Flashbacks. Ganz üble Flashbacks. Üble Flashbacks. So, Hotshot, bla bla bla. What the fuck? Ja, beruhig dich, wir müssen weitermachen. Raus hier. Und dringend was für die Gesundheitsregeneration tun, das ist ja echt eine Katastrophe. So. Karre, bitte. Karre, Karre, Karre. Natürlich den da.
Hotshot Hinweis für mit Ace. Krankenhäuser kosten. Machen wir mal. Krankenhäuserzeug, so. Um ein bisschen mehr Ansehen zu bekommen. Vielleicht kann man sich mal ein cooleres Auto kaufen bald. Wenn wir das nicht eh schon könnten, das würde natürlich alles. Müsste man natürlich alles mal versuchen. Beziehungsweise Kleidung auch mal was Neues oder sowas. Wäre alles ganz cool. Schauen wir uns das mal an. Gut, ja. Da will ich rauf. Da will ich rauf. 60 Meter noch. Das schaffen wir. Was hast du da für mich? Brandneues Bett, sogar Preis noch dran. Got anything a little different? A man like you needs a good bed. I could help with that. Make sure your nights are as relaxing as possible. Ja, neues Bett. Now you got a sale. Thank you. Someone will deliver it soon. I hope you enjoy it. Danke, danke. Wir haben sowieso noch kein Bett, ne? Fashion brauchen wir nicht. Was ist mit dir? What do you want? Mrs. Chu suggested I talk to you. Is she a friend of mine? I need a favor. What do you need? My husband is in the hospital and I can't pay the bills. The only thing we have of any value is our car. You want to sell it? No, I want you to run it in the harbor. Our insurance is really good. Okay. Okay. Mach mal natürlich. Kennt man ja. So, da ist ein Kofferchen. Räumen wir mal wieder aus. Damit wir das Bett wieder drin haben, das wir sich gerade gekauft haben. Ja, lass mich vorbei, sonst werde ich da aggressiv. Da ist auch ein Köfferchen, noch ein Köfferchen. Hat sich ja direkt schon jetzt gelohnt, bevor wir da noch das Fahrzeug irgendwie in den Hafen. Das ist das tolle, gut versicherte Auto. Das ist ja schon im Auto. Das Auto darf nicht so stark beschädigt werden. Habt ihr das Auto mal gesehen? Das heißt, dieses Auto darf nicht so stark beschädigt werden. Scheiße. Verzieht euch. Ich darf das Auto nicht zu sehr beschädigen. Lächerlich. Okay. Nö, 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 nö. Keiner sieht mich. Keiner sieht mich. Keiner sieht mich. Ich mach gar nichts. Ich mach gar nichts. Ich mach gar nichts. Ich bin nicht ausgestiegen. Okay. Ich kann schwimmen. Sehr gut. Ich denke, schwimm mal schneller hier. Ein Delfin. Ich dachte schon, ich könnte nicht schwimmen. Und raus aus dem Wasser. Brav, brav, brav. Guter Weg. Das ist ein Moped. So, und jetzt nächste Hauptmission. Meh, 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 meh. Hotshot Hinweis 4. Fuck, fuck, fuck. Kann man irgendwie, ja, 1000 Meter, wollte ich mich verarschen, soll ich jetzt 1000 Meter mit dem fahren? Ich denke nicht. Außerdem, da ist ein Hotdog. Gib mir was zu essen. Gib mir was zu essen, gib mir was zu essen, gib mir was zu essen. Und hoffen mal, dass diese Gesundheit, ja, danke. Genau, das wollte ich sehen. Da vorne wird geprügelt. Jo, ich helfe dir gerne. Ja, mach ich. Nee, das ist kein Fluchtfahrzeug. Das ist auch kein Fluchtfahrzeug. Das ist da. Das kann man als Fluchtfahrzeug nehmen. Ach so. Ey. Wer von euch? Okay, vergiss das. Ich fahre ja auch gerade und baller aus dem Fenster. Oh. So, hätten wir mal einen. Nächsten, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, sehr gut, den nächsten.
stole a few cars and they claim I was infringing on their turf. So they jumped me and I had to cut this one guy's face to get away. I guess he was brother of someone important or something. In any case, they're pretty fucking hostile. You better stay out of the territory.